Willkommen zurück, Reisende. Wir sind wieder in Going Medieval. In der letzten Folge haben wir die Kirche der Eichenbrüder fertiggestellt. Jetzt haben wir auch die zweite Kirche fertiggestellt. Wieder mit den Schreinen oben. Genug Sitzmöglichkeiten. Feuer. Natürlich auch mit Dach. Das habe ich auch wieder angepasst, damit das gleich aussieht. So, dann haben wir da eine Kirche und hier eine Kirche. Ah, ich habe vergessen, die Felder anzulegen. Könnt ihr mal sehen. Cool, sieht man jetzt auch super gut. Ja gut, das müssen wir machen, wenn mal kein Schnee liegt. Wir wollen jetzt, damit wir das hier schließen können und das hier abreißen können. Und hier auch. Dieses Gebäude entfernen. Hier alles abreißen. Und unsere Brauereien, also das Brauereidistrikt hier hinbauen. Mal gucken. Die machen doch jetzt hier nur Tierfutter. Voll egal irgendwie. Wir können aber noch ein zwei Lagerfeuer hier hinstellen. Dann wird mehr gekocht. Die stellen wir dann gleich ein. Hier machen wir jetzt erstmal alle Gebäude, aber trotzdem nur Einzelebene, weil unser Keller da drunter ist. Das kann alles entfernt werden. Drecksheu auch. So. Dann müssen wir jetzt mal gucken. Und zwar hier und dann den hier. Also eine Wand und dann weitesten da drüben das Gebäude. Es geht bis hier. Also wenn sie das hier dann mal abreißen. Bis da. Blitze sind jetzt dazwischen. Das sieht man gar nicht. 11, also 9 Platz. Wand. Da muss einer hin. Wand. Die Wand ist falsch. Da brauchen wir den hier. So. Boah, sehr schwer zu erkennen, wo der jetzt steht. Hier hin. Oh, kann ja gar nicht. Dahin. So. Und da. Das können Sie dann erstmal machen. Wir machen in der Zwischenzeit schnell die Beete, bevor hier gleich wieder Schnee liegt. So. Kräuter, Kräuter. Was soll denn das jetzt hier? Ah. Hier hat er wieder keinen gesetzt. So, der muss weg. Kräuter. So. Also sehr schwierig, die zu setzen, wenn es nur ein Feld groß ist.
Dann Bäumchen. Apfelbaum dahin und dahin. Feldahorn hierhin, dahin, da und da. Und Eichen. So. Müssten hier nicht noch graue Steine hin? Neben der Treppe 3. Mal schauen. Nee, noch ein. Sieht aber irgendwie nicht richtig aus, oder? Doch, ist richtig. Gut. So. Ach ja, hier müssen auch noch welche hin. Und dann weiter. Haben wir immer nur eins gemacht, oder? Nee, zwei. Okay. Auf Mittel stellen. Ja, auch. Nicht ernten, nicht ernten. Bisschen lästig, das alles einzeln einzustellen. Aber hier sollen ja dann noch so eine Art Blumen stehen. Müssen wir das halt einmal machen. Fraglich auch, warum man nicht säen machen kann. Weil dann braucht man ja eigentlich auch gar kein Feld. Die Bäume sind ja schon zum Glück richtig eingestellt. Da haben wir auch. Gut. Haben wir hier eine schöne Kirche. Der anderen Seite auch. Für jeden das seine. Wo anzeichnen, wo zu viel Schnee liegt. So. Ja. Tür machen wir gleich. Zum Henker. Geht das nicht wegen der Lagerfläche? Oh. Mal die halt dahin. So. Also. Da kommt einer hin. Das ist jetzt auch der richtige. Lehmziegel, ja. Und dann so. Kalkstein. So. Oh Gott, hier ist er. Hochfutter. Ja, dann machen wir halt
So. So. Dann kommt hier auch noch eine Wand hin. So. Müssen wir mal schauen bei den Lagern. Da haben wir mal zwei Wand, zwei Fenster. Also zwei Wand. Zwei Fenster. Ist schon wieder am Speichern hier mitten in der Nacht. Da ein und da ein. Und hier eine Holztür. Ja, machen wir das hinten genauso. Wir haben jetzt hier nur den als Beispiel. Ja, machen wir genauso. Also. Da. Da. Hier und hier. Kommen hier wieder ein Fenster hin. Und eine Tür. Da fällt mir ein, wir bräuchten auch Türen. 2, 4, 2, 4. Und zwar in... Ja, das kann erstmal weg. Wir brauchen ja Türen in die Brauereien. So. Deshalb kommen da Türen hin. So, hier ist gar keine Tür drin. Echt jetzt. So, eine Tür da hinten rein. Fraglich, machen wir hier einen Mini-Balken hin, wegen der Stabilität. Wir stellen ja schon eine ganze Etage oben drauf. Mal lieber machen. Dann reicht eine Tür, die wir dann auch immer auf offen stehen lassen können. So, wie machen wir das? Oh, hier sind erstmal Holzfußböden. Baum weg. Baum weg. Da haben wir das genauso gemacht. Ich stelle ja nur die Brauereien rein. Aber dann machen wir das hier auch so. Jo. Auch nicht. So. Überall schön gleich machen. Zwei Fenster. Das mit dem Muster ist echt schön. Kann man richtig gut bauen. So, jetzt haben wir Fenster. Will ich richtig rum hinstellen? Da ist noch ein Holzfußboden. Stimmt, von der Tür, die da mal war. So. Im Lager nehmen wir nur Holzfußboden. Ach, was steht denn hier schon wieder für ein Scheiß? So, da kommt noch ein Holzfußboden rein. Dann nur sehen. Stabilität, Boden.
was wir, also hier kommen ja dann Lager hin, oben und unten. Aber hier kann der doch das Futter lagern. Wieso liegt das dann eigentlich draußen? Ja, da ist die Maus. Wir haben doch hier genug Platz für das Futter. Können Sie es doch hier lagern? Also, was brauchen wir denn alles? Einmal Brauanlagen und einmal Fermentierungsanlagen. Und natürlich dann wieder. Das ist ja eine. Das ist eine Brauerei, keine Werkstatt. Aber da kann ja ruhig ein guter Fußboden rein. Und kommt hier ein Fußboden. Wo ist er jetzt? Und hier kommt ein Fußboden. Hier auch für die Stabilität ein Boden. Außerdem haben wir genug Lehmziegel gerade rumliegen. So, müssen wir mal überlegen, wie viel haben wir denn? Wir könnten drei machen. Jedes Produkt eins. Und hier, wir haben keine Milch, da reichen dann noch zwei. Also, was ist hier? Okay. Oh, hier oben liegen Eisblöcke. Unten kein Platz mehr. Echt kein Platz mehr. Ich habe auch keine Ahnung, was ich hier gemacht habe. Was ich hier für einen Kellerraum machen wollte. Jeden Fall müsste dann hier auch so ein Balken hin. Kann man das entfernen und hier auch. Aber erst wenn der Balken steht. So, wir wollten gucken wegen Eis. Wir müssen auch irgendwas mit dem Essig machen. Ist viel zu viel Essig. Nutzen den auch gerade überhaupt gar nicht. Fermentieren. Was haben wir denn hier noch? Oh. Äxte, Schilde, Rüstungsmacher. Destille. Medizinischer Alkohol. Brauchen wir für irgendwas anderes Essig? Gucken wir mal bei dem Apothekertisch. Der ist das da. Kräuter, 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 Textilien, Desinfektionsmittel, ein Ei. Für Farbe. Das hier irgendwo Essig. Hier Futter. Konservierungsmittel. Zählt da Essig zu? Essig. Dann brauchen wir eine zweite Küche. Dann könnte man aus dem Gemüse und alles, was wir haben, eingelegtes Gemüse machen. Aber zählt das als Mahlzeit?
Also dafür brauchen wir Essig. Weil es nimmt ja überhand hier mit dem Essig. Nur die Frage. Ja, wir kommen eigentlich, wenn die mal nichts bauen, dann kochen sie ja gut. Kommen wir ja hin. Also müsste ja dann eigentlich zwei Küchen reichen. Da haben wir den Weg zwei breit gemacht. Weil, oh Gott. Was habe ich denn hier gemacht? Da habe ich die falschen ausgewählt. So, und bestimmt auch hier auch, oder? Ja, Kalkstein. Da habe ich irgendwie die falschen ausgewählt. Das nochmal machen. So, Lehmziegel. Habt ihr mich jetzt bestimmt schon drauf aufmerksam gemacht? Ihr habt das bestimmt gesehen. Leider gar nicht. So, jetzt müssen wir die natürlich abreißen, damit wir da neue bauen können. Jetzt. So. Jetzt müssen wir da wieder einen neuen Boden setzen. Roten. So. Jetzt müsste das aber alles klappen. Wie viel Platz haben wir denn? Also unten ist voll. Oben auch gleich. Dann lagern wir hier Salz und Essig. Warte mal, wird Essig eigentlich schlecht? Usel, Essig. Dann ist er. Wieso ist hier überhaupt Essig drin? Wozu zählt Essig? Ah, hier, hergestellt. Ist nicht mal angehakt. Wieso lagern die den Scheiß hier? Also machen wir dann einfach... Hier ein Essig- und Salzlager. Dann kann es aus dem Keller raus. Machen wir eine Etage nur Essig und die andere Etage nur Salz. Können wir, wenn da noch kein Fußboden drin liegt? Holzboden, gut. Kann man dann da schon ein Lager ziehen? Ich glaube, das ging nicht, ne? So, warte mal. Hier lagert er noch Fermentierungszeug. Das muss er dann eigentlich auch nicht mehr. Das Lager kommt ja dann ganz weg. Salz. Essig. Also das wäre das Salzlager. So. So, kopieren wir gut. Geht das denn jetzt? Geht. So. Salz. Das kommt weg.
Das kopieren wir. Jetzt speichert er. Ich kann das Lager nicht anwählen. Jetzt. So. Da fehlt aber irgendwie überall der Fußboden. Das Heu sollte lieber auf dem Fußboden. So, dann haben wir unten Salz. Und eine Treppe wäre eigentlich auch nicht schlecht. Machen wir wieder. Das sehe ich überhaupt nicht, wo ich den Frühling. So. Zwei hier entfernt. Halt, stopp, da war doch irgendwas mit diesen Balken. Sind die Balken? Okay. Hier sind keine Balken und deshalb. Cool. Ganz prima. Hab ich mitgekriegt. So. Hier ist. Da auch. Da auch. Da haben wir zwei Balken. Müssen wir gucken, wie wir die Treppe jetzt so setzen. Könnten natürlich. Naja, so können wir wieder nur zwei setzen. Also wären aber auch drei frei. Könnten da. Da und da. Hier in der Mitte wird wieder keine Stabilität geben. Wenn wir die Treppe. Also, warte. Holzbalken. Noch zwei geht. Zwei geht, zwei geht. So. Können die auch hier hin machen. Dann kommt man gut rein. Kommt hier oben. Holzfußboden hin. Und dann ein Lager für Essig. Glaube, das ging jetzt nicht. So. Hier ist gleich der Fußboden verlegt. Dann müssen wir hier auch gucken mit den Balken. Da können wir jetzt die Treppe aber nicht so platzieren. Können sie aber trotzdem so rum oder andersrum platzieren.
Nur halt hierhin. Na, beziehungsweise hierhin. Wegen 2 frei. Oder? So. Dann lieber nach hinten. Also wir stellen ja hier 3 Kessel rein zum Brauen. Wäre ja cool, wenn man von vorne durchs Fenster sozusagen einsieht, ne? Ist ja besser als eine Treppe. Würde nur die hier hinstellen. Also eigentlich wäre ja hier besser. Aber wie ist das dann mit dem Balken schon wieder? Dann müssten wir so machen. Und wie würden wir dann die Brauanlagen hinstellen? Brauanlage. Eine hier hinstellen. Und 2 hier drüben. Wie groß ist die Schnapsdistille? Weil die. Oh, die ist auch riesig. Die könnten wir ja oben hinstellen. Oder andersrum. Unten Schnaps, oben Bier. Machen wir 2 Schnapsdistillen unten. Eine für Bier und 2 für Bier noch oben. Eine Schnapsdistille. Szenischen Alkohol brauchen wir sowieso nicht so viel. Machen wir das mal so. Der Seite würden wir das ja dann prinzipiell genau so machen. Also eine Treppe. Hier hin. Balken, Balken. Dann hält das auch alles gut. Oh, das Lager hier scheint ist komplett voll. Ein bisschen Heu liegt hier noch. So. Denn hier jetzt. So, können ja das hier haben das ja umsortiert. So. Hier unten liegt Salz und oben kommt dann Essig hin. Essig geht aber auch erst das Lager, wie wir ja gesehen haben, wenn da am Boden drin liegt. Und jetzt machen die ja schon wieder nichts. So. Hier hinten mal den Weg weiterziehen. Eigentlich können hinten auch Fackeln dran. Ja, noch erstmal Fußboden, damit wir wissen. Haben wir erstmal eine grobe Vorstellung. Schön wir jetzt dann hier, wer hier die Kirche ist, eine Wand. Schön mit Blumen oder Bäumen davor.
Weil es ja hier sind ja Geschäfte und so, hier sind die Wohnhäuser, Garten. Aber man soll ja nicht von hinten in die Läden reingehen. Also wegen deren Laufwegen müssen wir zwar eine Tür reinbauen. Jetzt kriegen die ja die Krise. Aber könnten ja. Nehmen wir so eine Wand. Oder so eine antike Wand. Irgendwie. Hier so. Machen wir dann hier. Aufgrund der Küche kann man das argumentieren. Eine Tür rein. Kommen da aber natürlich Bäume vor. Was denn hier für ein Baum? Feldauen, nur oh, den. Also der steht 3 entfernt. Bin ja auf. So. Irgendwie. Dann ist hier noch ein bisschen Grünzeug, weil hier ist ja eine Sitzgelegenheit für alle. Dann ist das hier so ein bisschen abgeschieden, das ist auch schon besser. Stehen natürlich schon wieder scheiß Bäume rum. Das ist da jetzt auch mal, ja. So. Ja, bald fertig hier. Dann können wir oben das Lager einrichten. Hier können wir unten schon die Brauanlage hinstellen. Ist eigentlich auch ein Boost. Fackel. Innenbereich gut. Ist ja Produktion. Zählt das vielleicht hier? Ja, würde das eine Werkstatt also sein? Das müssen wir dann mal testen. Also eine Küche ist es ja eher nicht. Warte mal, das ist doch Bauanlage. Bibliothek. Küche. Ja. Also das zählt zu beiden nicht. Oh. Das ist ja dann. Wir können es einfach mal testen. Vielleicht zählt das ja doch zu irgendwas zu. Es kam ja später ins Spiel, als das Overlay schon gab. So. Also wir brauchen jetzt Schnapsdistille. Ja. Gehen. Gehen.
stellen wir wohl hier hin. Einer reicht ja. Ohne Brauanlage dahin. Eine dahin. Fußboden ist gelegt. Ja, da geht eigentlich, oder? Warum nicht? So, dann kommt oben ein Holzfuß. Nee, gar nicht wahr. Steinfußboden. So. Hier auch. So. Hier stellen wir dann Fermentierungsanlagen rein. Wir brauchen ja nur zwei. Haben wir ja gesagt. Ja, Fruchtsaft und Maische. Bin ja trotzdem eine dritte hinstellen, dass die auf Vorrat. Das dauert ja immer ein Stück. Können wir die eigentlich auch Rücken an Rücken vielleicht stellen? Nicht so hinstellen. So. Hier lassen wir aber so. Ja, dann kommen die nur da lang, ne? Aber so würde es immerhin noch nicht im Raum stehen. Aber die hier ist ein bisschen ärgerlich platziert dann. So, also hier kommen sie ja rein. Also auf der Seite ist das besser. Und mal so haben wir hier, dann können wir doppelt produzieren, weil es dauert ja eine Zeit, bis das hergestellt wird. So. Hier haben wir eine Destille und zwei Brauanlagen. Oh, hier fehlt die Tür. Ah, können wir ja einfach so einbauen. Haha. Holztür. So. Kommen da Wände hin? Natürlich wieder ein kleiner Balken. Hier auch. So. Eine Tür. Stützbalken. Jetzt den Stein wechseln. Eine Tür und ein Stützbalken. So. Haben wir das oben auch so mit? Ne, da haben wir andere Fenster. Immer eins Wand, eins Wand. So, ich habe den grauen Stein ausgewählt. Eins. So. So, Fenster rein.
Dann kommen da unten natürlich noch Schilder, also so ein Schild, das wir bauen können. Bei dem Roten haben wir das genauso. Da ist schon wieder mitten in der Nacht, da machen die ja wieder nichts. Ach Gott, ich habe einen zu weit hinten gesetzt. Das wäre ja sehr doof. Dann hätten wir ja mitten auf die Wiese Fenster gestellt. So. Und dann natürlich noch ein Dach drüber. Vorne am Eingangsbereich wieder Schild und Fackel. Was können wir als erstes machen? Jetzt das Schild finden. So. Schild, Schild, Schild. Da hinten brauchen wir nun echt keine. Dann Köln. Aber da können wir hinten ruhig welche dran machen. Eigentlich auch beidseitig. So. Dann kommen da noch Bahnen. So, die Ecke hier könnten wir eigentlich abrunden. So. Die oberen dann natürlich auch. So. Wie haben wir die Fenster auf der Seite hier? Genauso wie auf der anderen Seite, okay. Ah, nee, hier haben wir Doppelfenster, da ich da eine Tür eingebaut habe. Würde das auf anhand der Balken eigentlich gehen? Das ist eine Treppe, das geht sowieso nicht. Dann machen wir die Fenster genauso wie hier. Mal die Bäume ausblenden. So. Besser. Und ein Stück Wand. Sollten wir es eigentlich haben? Kommen da noch Dächer drüber? Genau, ein nicht gereicht, aber naja. So. So. Dächer ausblenden. Dann sehen wir, wie weit der Fußboden hier ist. Die können wir schon einstellen. Und was Honig. Erste und Kräuter. Eigentlich reichen auch die hier. Oh, wir haben keinen Honig. Okay. Okay, okay, okay. Wir haben keinen Honig. Honigwein haben wir aber. Auch jede Menge Bier, also. Da darf er jetzt ja alles benutzen. Also hier brauchen wir echt weniger, du. 320 reichen auch. Mal 310. Was ist das?
Guck mal, das Bier in den Rotfässern haben wir gar nicht. Schade, dass wir so wenig Honig haben. Ich hätte gedacht, produziert gut Honig. 45 Honig produziert eins. Und ich habe auf 1000 eingestellt. Seltsam. So, roh. Ja, wir haben immer noch jede Menge Gerste, Kohle und alles. Räucherofen, wo steht der denn? Ah, die stehen hier. Die können aber auch stehen bleiben. Ah, okay, die benutzen gerade kein Fleisch, da wir 100 Räucherfleisch haben. Kann man das Räucherfleisch nicht eigentlich auch so essen? Ne, die nehmen Räucherfleisch echt für die Mahlzeiten. Also Räucherfleisch kann man doch aber eigentlich auch so essen. Ah, die Lagerfeuer, die wir hingestellt haben. So. Verpackte Mahlzeiten halten sich länger. Vorwiegend die herstellen. Was liegt denn hier? Asche. Okay. Und wir müssen unbedingt jetzt hoffen, dass da mal ein Fußboden drin ist, damit wir das Lager für Essig machen können. Hier kann fermentiertes Zeug lagern. Wir da. Ich glaube, so viel brauchen wir davon auch nicht. Ja, 2400 Wein, also brauchen wir im Leben nicht. 300 reicht vollkommen. Der war schneller. So, dann machen wir hier auch. 300. Hier machen wir jetzt Maische. Auch bis 300. Und da machen wir dann auch noch Maische. Was können wir jetzt hier machen? Alkohol. Da reicht 50. Oh Gott. Wir stellen ja gerade keine Medizin her. Aber dann haben wir wenigstens mal eine Schnapsdestille gebaut. Mal, brauche jetzt den scheiß Tisch hier. Ist er wieder weg? Gut, ich werde den Tisch hier noch einstellen und dann hier oben Lager für Essig und hier oben beides mache ich Lager für Maische. Obwohl, da haben wir hier für Fermentierendes haben wir hier oben genug Lager. Haben wir 300 von dem, 400 von dem. Ups. Und 400 von dem. Dann mache ich hier noch so ein Lager hin für Fermentierendes. Und unten stelle ich einfach noch Feuerbell da rein. Gut, dann haben wir ja wieder gut was geschafft. Die Gebäude hier sind ja fast fertig geworden. Dauert jetzt so ein bisschen, das lasse ich einfach laufen. Und damit ihr Bescheid wisst, ich mache hier oben dann noch Lager überall, damit wir mehr drinnen lagern können, weil es liegt ja ab und zu draußen rum. Das
Das muss ja nicht sein. Irgendein Hund ist gestorben. Ich habe ihn noch gar nicht geschlachtet, bin ich ehrlich. Aber woanders. Ja. Könnten jetzt zwei Kühe noch. Hier ist noch eine Kuh. Kuh, Katze. Die bekommen keine Kinder mehr, ne? Runde. Da nämlich weniger. Ah. Laufen hier Hunde rum. Schafe. Ja, aber das machen wir mit den Tieren. Die Aufzucht und alles für Wolle und Fleisch und Milch und so. Machen wir erst, wenn wir Flachland spielen, dann machen wir uns ein Farmdorf. Da machen wir das dann erst. Gut. Dann, wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Kommentar oder ein Like da. Falls ihr irgendwas anders machen würdet oder ob irgendein Gebäude noch fehlt, ob ich was vergessen habe vielleicht. Und dann sehen wir uns erstmal beim nächsten Mal. Bis dann.